Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquapuristenkanal und es ist hier etwas dunkel, weil meine andere Lampe noch in einem anderen Raum steht. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir wollen uns mal anschauen, wo unsere Neocoridina eigentlich original herkommen. Also nicht hier irgendwie in Deutschland, da gibt's sie ja mittlerweile auch. Da habe ich auch schon mal ein paar Fehlversuche gemacht, sie zu fangen. Aber da werde ich auf jeden Fall in Zukunft nochmal mir ein paar Sachen anschauen. Wichtiger ist aber, dass ich ja gesagt habe, wir werden auch hier in Deutschland Habitate haben, die genauso aussehen wie ja alle Fische, die wir so im Hobby haben, Garnelen genauso. Und da ist es natürlich naheliegend, jetzt nicht als erstes irgendwo um die Welt zu reisen, irgendwo Südchina, um sich die Habitate direkt anzuschauen, sondern erstmal zu gucken, was gibt's da überhaupt schon. Da habe ich jetzt mal so ein Video rausgesucht, ich habe es selbst noch nicht ganz geguckt, aber da ist also jemand unterwegs und auf der Suche nach Neocaridina Garnelen. Das wollen wir uns natürlich mal anschauen, wie das Originalhabitat so aussieht. Und deswegen geht's jetzt los. Da mache ich mich doch gleich mal klein. What's up, everyone? It's Addicted to Nature. My name is Ryan, and today I am in Taiwan, the place where cherry shrimp are native to. And today we're going to be catching them in the stream behind me. It's a tiny shrimp, tiny stream, but they're actually living in here. And today we're going to be catching them in the wild, and I'm about to show you exactly where they are. This is such a great, great opportunity. We're in the mountains in Taiwan. It's you know, middle of February. It's not very cold, actually. I would say it's probably about 70, 75 degrees already. Okay, also er sagt jetzt gerade, dass er in Taiwan ist, hier in den Bergen. Hier unten fließt der kleine Bach, und es ist 70, 75 Grad Fahrenheit, das sind irgendwie so 23, 24 Grad, irgendwie so um den Dreh rum. In Celsius, also ist relativ warm da. But they are here, and all you need is a net. It's a special net, it's a shrimping net. Okay, er sagt, das hier ist jetzt so ein Spezialnetz, um Garnelen zu fangen. Das kenne ich auch, solche Netze, die sind aus besonders dünnem Material gewebt. Ich finde die eigentlich relativ unpraktisch, aber für gerade so ein Gelände kann es vielleicht gar nicht so schlecht sein. Also es gibt auch spezielle Netze, gerade entwickelt für Fische, die ein besonders dünnes Material haben, besonders ja feine Maschen. Das sieht dann so ähnlich aus wie das hier, nur noch feiner und meistens dann in dunklen Tönen, grün, schwarz irgendwie, damit die Fische sich dann da schön zurückziehen und das nicht sehen. Ja, kann man alles machen. Ich denke, man kommt mit ganz normalen Keschern genauso zurande. It's actually made of like fishing line and a very, very thin piece of wire, so that underwater this net is pretty much invisible. So let's get started. But before we do it, leave a like if you like this video. Don't forget to comment and subscribe so this video doesn't get buried in the depth of YouTube. And I really want to make sure that the people who like cherry shrimps, that like keeping Neocaridina, I want to make sure they see this, because this is just an awesome opportunity. All right. Genau deswegen wir hier. Also überall abonnieren. Das Video werde ich natürlich auch unten drunter verlinken. Genau. Und dass wir uns das Ganze mal angucken. Dafür hat er das anscheinend gemacht. Sehr nett von ihm. Let's get started. All right, guys, we did manage to spot one right here. Let me see if I can put my phone into the water. Hope this doesn't break. Take a look at that. There he is. Okay, das ist jetzt natürlich nicht ganz scharf, aber wir sehen hier schon typische Bachverlauf, größere Steine, kleinere Steine. Hier sitzt jetzt so ein typische, wie hatten wir ja früher immer Algengarnele zugesagt. Müssen wir mal gucken. Es gibt natürlich auch von Neocaridina eine ganze Menge verschiedene Arten, so dass ich da jetzt nicht unbedingt immer drauf wetten würde, dass das jetzt genau Neocaridina Davidi ist. Aber wir sehen schon mal vom Prinzip her, wo unsere Tierchen so leben. Oh my god. Look at these wild cherry shrimp. This is so cool. The water's not very deep. Just gonna kind of give you guys a cano. And we have another one over here. I think. Okay, hier lebt noch eine. Also er sagt schon, das Wasser ist sehr, sehr flach. Man sieht ja auch, das sind eher so kleine Pools. Kein richtiger durchgehender Fluss. Und ja, ist auf jeden Fall spannend, sich das Ganze anzuschauen. And these guys, they actually only live in places that aren't polluted yet. And unfortunately, with the growing sort of population in Taiwan, there are very little places left in here. But this is actually on a private mountain where this is where my cousin actually has his family kind of owns this mountain. And they were nice enough to invite me over. So let us take a look and see if we can find any shrimp in here. And the best way to catch him is he's right there in the middle of my screen. So I take your net, you want to go down, and you want to swipe. And there he is. Let me remove the rocks. I've got him out. He's in here. Let's take a look at that. It's a wild Neocaridina. Look, I'm crawling on my hands. God, this is such an awesome opportunity. All right, let's go back. There's one right there. Dass sie übrigens so laufen, das sieht man relativ selten. Also man muss ja schon richtig feuchte Finger gehabt haben, wenn man das mal gesehen hat,
wie Neocaridina zum Beispiel im Kescher. Da rennen die jetzt auch nicht in der Regel durch die Gegend. Das sind dann eher Amano-Garnelen, die laufen also wirklich sofort weg. Wenn man die mal im Netz hat, könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, die rennen weg. Während die Neos meistens unten in der Ecke liegen, springen eher. Also die machen dann diese zuckenden Bewegungen und hopsen dann quasi durch die Gegend, springen quasi aus dem Kescher raus oder versuchen es, je nachdem wie weich der Kescher ist, geht es gut. Oder wenn euch mal irgendwie eine dann weggesprungen ist auf einer härteren Oberfläche, springen die halt auch eher weg, als dass sie wirklich krabbeln. Während Amanos eigentlich sofort losrennen, wie man das jetzt hier auch gesehen hat. Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Neocaridina ist, aber das kommt tatsächlich häufiger vor, wenn man wirklich einen feuchten Film hat. Also wenn man jetzt so ganz, ich sag mal, einen Becher umgekippt oder so, und da ist ein dünner Wasserfilm, dann laufen auch die Neos genauso. And we got two shrimps, guys. Look at that. There's one, two right there. Some wild cherry shrimp. They found a crab. Look at that guy. Oh, auch nett. Aber das ist eine Süßwasserkrabbe. Es gibt da verschiedene Arten von. Es gibt welche, die wirklich komplett im Süßwasser leben. Ich habe auch schon mal welche gefunden in Ecuador, zig Kilometer vom Meer weg. Da gibt es also auch eine ganze Menge, die im Süßwasser gut funktionieren. Ich selbst bin jetzt nicht so begeistert, die Tiere im Aquarium zu halten, aber das sehen einige anders und ist auch vollkommen in Ordnung. Wer sich sowas gerne anschaffen möchte, ja, muss natürlich schauen, da gibt es ganz viele verschiedene Arten von, die auch unterschiedliche Bedingungen an ihre Pfleger stellen. I'm dead. Throw it in the bucket. Okay. Wow. This is awesome. All right. We're just gonna take this and just stick it in here. This is what we got. Wonderful idea. Ja, hier sieht man auch schön so typischen Uferbewuchs. Das ist jetzt auch keine richtige Wasserpflanze, sowas, was wir tatsächlich bei uns in unseren heimischen Bächen auch haben. Da habt ihr euch ja schon gewünscht, dass ich demnächst mal irgendwie spazieren gehe und euch mitnehme. Im Winter ist ja jetzt natürlich wenig solche, ja, meistens einjährige saisonale Randbepflanzungen. Also das könnte jetzt hier Kresse sein, gibt verschiedene Schaumkräuter und so, die genau an solchen Standorten auch wachsen würden. Sowas haben wir im Prinzip genauso und auch da gibt es natürlich dann die Äquivalenten. Das sind bei uns dann hauptsächlich die Amphipoden, also Bachflohkrebse und sowas, Insektenlarven, verschiedene Sachen, die dann genau hier in solchen Zwischenräumen, Wurzeln, Blattüberhängen, alle sowas leben würden. Also da würde man natürlich als erstes suchen. Ja, und das ist das, was ich meinte, dass die typischerweise eben auch im Netz hin und her springen, typisch für Neos. Hier sieht man nochmal ganz gut, dass es jetzt nicht irgendwie ein reißender Fluss ist, sondern hier nur so ein ganz kleines Rinnsal, was man im Prinzip bei uns auch teilweise saisonal hat. Dass es also nur im Winter irgendwie auftritt. So ungefähr sieht das aus. Hier hat er ja gesagt, in den Bergen, das wird also schon eine durchgehende Wasserversorgung sein. Ich meine, unsere Neos können natürlich Austrocknen nicht so gut verkraften. Aber man sieht jetzt hier schon große Steine, kleine Becken dazwischen. Also man hat im Prinzip, wenn man wieder die Frage nach dem Artgerechten quasi hat, man kann sich gut vorstellen, dass man einen so einen Stein hier hat. Davor ist eine so eine kleine Sandfläche und hier drunter sitzen dann die Garnelen oder drauf, hat man eben schon gesehen, drauf und drunter. Und das ist quasi das Revier in Anführungszeichen. Natürlich können die rauf und runter, aber sowas ist eben ein typisches Habitat von so einer Garnele. Da sitzen die dann 2, 3, 5, 10 eben hier in so einem kleinen Pool. Und ja, das ist quasi deren Revier, ja, wenn man denn davon sprechen will. Und so gibt es dann hier ganz viele. Ja, so kann man sich das dann einteilen. Hier ist so ein Stein, dann hat man hier so ein Ding, da so ein Ding. Wie gesagt, die gehen darüber,
Aber dass man von der vom Habitat, von der ganzen Strukturierung kann man sich das relativ gut erschließen. Ich meine, im Aquarium sieht man das ja auch, wenn man jetzt mehrere Steine drin liegen hat, dann hat man da ganz typische Überhänge, wo dann die Tiere drunter sitzen oder irgendwelche Wurzeln, sonst was. Jedenfalls solche Strukturierungen im Becken, wonach sich dann die Becken, die Garnelen jetzt nicht irgendwie nur immer unter einem aufhalten, aber eben entlang solcher Strukturen bewegen und eigentlich jetzt nicht hier größtenteils immer auf der freien Fläche sitzen. Just jumping around right here. Mm-hmm. Yeah. Look at that. Wild shrimp. And he goes inside. That's so cool. And I got two more. Look at that. Ooh. Hey. Look at that. Mm. Possum. Oh, more. I got one more. Look at that. And off you go. What's in the pocket? I just got to get it. Yes. I found one. Das ist übrigens sehr gute Anmerkung hier. Diese Süßwasserkrabbe, die kann sich also durchaus mal Garnele packen, wenn sie die denn erwischen. Die sind jetzt nicht irgendwie nur vegetarisch unterwegs. Da ist durchaus nicht so schlau, die in einem Eimer jetzt lange zu halten. Ich glaube, er macht das jetzt hier nur, um uns das zu zeigen. Aber ja, im Aquarium muss man das eben bedenken. One in here. Right here. Yeah. Oh. There it goes. Into the bucket. There it is. Wow. Okay, go. Genau, hier, er macht es wieder genau so, wie ich es auch machen würde. Pflanzen einmal hochnehmen, unten drunter lang gehen. Das geht schon fast in Richtung Kicksampling, dass man etwas hochnimmt, das Netz dahinter stellt und dann die Strömung alles reintreiben lässt. Das funktioniert natürlich hier bei dem relativ geringen Wasserfluss nicht, aber so wie die das machen, ja, man weiß ja, wo man sucht. Also genau eben unter diesen Unterständen in dem Moos sieht man jetzt hier nicht, aber in dem dichten Pflanzenmaterial, wie wir das im Prinzip bei den Garnelen auch haben, besonders wenn es jetzt noch Fressfeinde gibt. Gut, der Krebs ist jetzt wahrscheinlich eher nicht so Fressfeind, aber genau hier könnte man jetzt irgendwas Typisches erwarten. Ich sag mal, kleine Schwarmfische, irgendwie so was Grundelartiges, was dann schon eher Garnelen auch gefährlich werden könnte. So in die Richtung wird es hier bestimmt irgendwas geben. Also was bei uns jetzt typische Groppen wäre, das ist jetzt ein typischer Bach, wo man jetzt sagen könnte, okay, der ist so fein, da könnte es sowas Richtung Groppen, Stichlinge, ja, sowas ganz Kleines haben wir hier jetzt leider nicht, Schwarmfischmäßiges, aber man könnte jetzt eben junge Zyprinidin irgendwas denken, ja, sowas in die Richtung. Insofern wird es hier definitiv sowas geben. Mal gucken, ob sie noch irgendwas fangen. Bisher nicht, wahrscheinlich nicht, wenn sie jetzt nur nach Garnelen suchen. Aber da kann man sich natürlich vorstellen, sind ja auch Vögel und sonstige Tiere, die eben Garnelen schon mal fressen könnten. Da sind sie hier im Dichten schon mal ganz gut versteckt. Auch hier haben wir schon so ein ganz bisschen Unterschiede in der Färbung. Also das ist natürlich vollkommen normal, wer die frühen Algengarnelen, die bei uns ja auch importiert wurden, mal gesehen hat. Das geht dann von braun bis gepunktet, gestreift, irgendwas, Muster, alles Mögliche dabei. Und das sieht man hier auch schon. Diese hier ist deutlich bräunlicher, die sind eher so gräulich. Hier vielleicht kann man sowas erahnen, dass es auch ins Bläuliche gehen kann. Das ist natürlich vollkommen normal und das war die Grundlage, dass wir überhaupt diese ganzen bunten Formen überhaupt sehen können, dass sie schon relativ variabel auch in der Grundfarbe sind. Ah ja. Als hätte ich es nicht gerade angesprochen. Hier sieht man jetzt nochmal
wie unterschiedlich die sind. Also die ist jetzt deutlich dunkler als die anderen. Oh. Na, er meint, das wäre jetzt weißer, wilder, ja, weißer, wilder Süßwassertang. Das ist definitiv kein wilder Süßwassertang. Das sieht mir eher nach einem Lebermus hier aus. Süßwassertang ist ja, ich sag jetzt mal vereinfacht gesagt, die Form, Vorform von einem Farn. Während das hier definitiv ein Lebermus ist. Das, man sieht ja auch hier dieses Kriechende und hier sieht man, dass es eben so, ja, wie sage ich das jetzt, Haftorgane besitzt. Auch, na, da hat das eben, hier sieht man das so ein bisschen, man hat hier so eine Mittelader, die der Süßwassertang nie hat. Also das ist ein Lebermoos, sieht jetzt fast aus, wie bei uns auch häufig Brunnenlebermoose wachsen, also wenn wir nochmal rumlaufen, ich weiß da die eine oder andere Stelle, dann kann ich euch das mal zeigen, wie auch Brunnenlebermoos bei uns im Prinzip genauso wächst und genauso aussieht, wie das jetzt hier ist. Typische, ja, dauerfeucht, aber jetzt nicht wirklich immer untergetaucht. Solche Stellen sind natürlich prädestiniert für solche Moospolster. Das ist eigentlich immer ganz schick. Ja, wer weiß, was das hier Tropisches ist, das wäre bestimmt witzig. Ich meine, bei uns gibt es ja auch einige, dieses Mosulum Terrum, werde ich dann hier nochmal einblenden, den Namen. Das könnte genau sowas sein, aber da gibt's, ne, das lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, da gibt es auch alle möglichen Lebermoose, die da genauso gut in Frage kommen könnten. So, this area has a lot of shrimp, particularly over there and here, so I will come for me. But it's very slippery, so I'm just going to film him going down instead of actually going down and filming. Okay, heads up. Gotta keep your center of gravity low, because there's algae everywhere, it's very slippery. Ja, wir nehmen ihn nochmal, bevor wir jetzt gleich runterfällt, nochmal ein bisschen hoch. Also hier, na, das scharf ist. So. Also wir sehen auch hier wieder kleine Pools, ein bisschen Zwischenräume, wieder ein Pool. Und das ist natürlich perfekt, weil die können sich hier überall rein verkriechen unter die Steine. Das ist ein optimales Neocaridina-Habitat. Wenn jetzt, selbst wenn jetzt hier irgend so ein Vogel vorbeikommt, dann sind die ratzfatz hier versteckt, haben hier ein bisschen offene Fläche, wo die irgendwie was Futter suchen können und von den Steinen abweiden. Genauso erwartet man das ja im Prinzip auch. Abgesehen von jetzt größeren Flüssen, die sind super, ja, deutsches Wort, adaptiv, anpassungsfähig, dass sie sich eben auch dann natürlich an größeren Steinen in größeren Flüssen, hier scheint es jetzt etwas größer zu werden, aber auch bei uns, wenn wir jetzt die größeren Flüsse uns vor Augen führen, dann sind das häufig, ehrlicherweise, Deichmaßnahmen oder irgendwelche Buhnen, die extra angeschafft wurden, um den Fluss irgendwie im Zaum zu halten, wo man typischerweise dann eben solche Habitate findet, dass man solche Steinbrocken aufgeschichtet sind, die dann perfekt, ja, im Prinzip genau wie hier, wenn man sich jetzt nur diesen Bereich hier vorstellt, dass das Ganze angeströmt wird vom Fluss, dann hat man auch da immer so einzelne Steinquader, die dann diese Rückzugsorte bilden, auch in größeren Flüssen, ohne dass jetzt wer weiß was für Pflanzen vorkommen. Ja, also hier sieht man irgendeine Langarmgarnelen, haben sie da auch gefangen. Ja, weiß ich natürlich nicht, was das ist, aber es ist schon mal ganz witzig und auch interessant zu sehen, dass die offensichtlich ganz oben in der sehr, sehr, ich sag mal, wenig wasserführenden Teil nicht so viele waren, wenn sie die jetzt erst jetzt fangen und dann schon mehrere, dann scheinen die also doch eher im, ich sag mal, mehr wasserführenden Bereich zu finden zu sein. These guys have pincers. I don't know what that is. One's big and one's small. I think there's another one somewhere. Oh, there he is. What is that? I don't know what kind of shrimp that is. So there's one there. If you move up, there's two more here. See that? See you. Get off, get out, get out. Look at that. Under the water, baby. Ooh. That's not a cherry shrimp. I just stuck my phone under the water. Hopefully that was worth it. Also wir sehen jetzt hier schon, ne, deutlich mehr Wassertiefe, ganz anderes Habitat im Prinzip. Also jetzt nicht nur einzelne Steinbrocken, wo daneben dann so Pools sind, sondern hier haben wir wirklich schon Wassertiefe, ja, was ist das hier, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter und auch wirklich unter andere Steine runter viel mehr Volumen und ganz anderer Habitattyp im Prinzip, weil man hier natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, dass auch größere Tiere, ach hier sitzt gerade einer, dass auch größere Tiere hier natürlich irgendwo Zugang haben können. Guys, you see how well camouflaged this one is?
Ja, hier sieht man wieder Streifen und so, aber das hier wird so eine Langarmgarnele sein. Also das können wir jetzt nicht direkt auf die Neos übertragen. Ja, hier sieht man es auch. Das ist auch so eine Langarmgarnele. Wow. Also hier haben wir offensichtlich noch eine schöne große Libellenlarve drin, die jetzt hier sich ja erstmal gestört fühlt, weil der Kameramann hier das Blatt, also das Versteck von dieser großen Libellenlarve wegscheucht. Aber da sehen wir auch mal die Proportionen. Also auch wir haben natürlich relativ große Libellenlarven hier in Deutschland. Also da kann man schon so 5-6 cm Libellenlarven antreffen. Und die machen natürlich kurzen Prozess mit so einer Garnele. Das hier ist jetzt so eine, ich würde mal sagen, relativ kleine Langarmgarnele. Aber wenn man jetzt eine Neocaridina, selbst eine ausgewachsene, wird dann wahrscheinlich eher so in diesen Größenordnung hier kommen. Die hat also durchaus auch Gefahren von solchen Tieren. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die auch dort weiter oben in dem sehr, sehr schmalen Bächlein dort vorkommen. Ich vermute, dass sie auch eher in größeren Wasseransammlungen vorkommen, aber das ist jetzt reine Spekulation. Oh mein Gott! Oh, I give me out. Like a goby of some sort. Ah ja. Genau, also das sagt er gerade hier, Gobi sind die Grundeln. Das, was ich schon vermutet hatte, sowas, was bei uns eben die Kroppen wären, haben wir hier natürlich auch genau sowas perfekt, was die Garnelendezimierung angeht. Das ist ja auch das, was ich gesagt hatte, was hier mit den invasiven Arten bei uns passiert ist. Also diese europäische Süßwassergarnele, die sich extrem verbreitet hat und dann kamen die, ja, Grundeln, das waren allerdings nicht diese hier, sondern das waren Grundeln aus dem Donaubereich, Donau-Einzugsbereich, die sich dann bei uns breit gemacht haben. Also die nächste invasive Art, die dann quasi mit den Garnelen einen kurzen Prozess gemacht hat. Und wenn das natürlich hier ein schön eingespieltes System ist, hier sehen wir auch nochmal ein Schneckenhaus dabei, aber was soll ich sagen, eingespieltes System ist, dann ist es natürlich vollkommen klar, dass die Garnelen jetzt nicht hier irgendwie frei rumlaufen, sondern dass man die wirklich suchen muss, irgendwo unter den Steinen, an den Rändern, so wie ich das schon gesagt hatte. Ja, naja, jetzt habe ich es gerade verpasst, aber ihr habt es gesehen. Eine schöne große Langarmgarnele hier. Und auch die hat man jetzt gerade gesehen. Das ist natürlich was ganz anderes als das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, wo die Neos quasi noch frei auf dem Stein saßen und sich überhaupt keine, sag ich jetzt wieder übertrieben, überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Also hier wird man, wenn man hier Neos findet, die wahrscheinlich wirklich nur im dichten Gestrüpp irgendwo finden und nicht so wie die Langarmgarnelen. Die können sich ja noch halbwegs wehren, werden relativ größer. Die jetzt hier quasi diese Nische eingenommen haben, auf und zwischen den Steinen rumzulaufen. Während die Neos jetzt wahrscheinlich entweder komplett unter den Steinen sitzen oder halt in diesen Pflanzenansammlungen. So würde ich das jetzt mal erwarten. It'll be the last trip. See in a while. Get some footage. Ah ja, hier haben wir eine. Und was wir auch hier sehen, ja, das sieht man, erkennt man jetzt hier. Hier ist die Rippe. Also wir haben hier eine Laubansammlung. Das ist natürlich nochmal sehr schön für, ja, ob das jetzt ein Neocaridina ist, weiß ich gar nicht. Aber für solche Zweckgarnelen optimal. Das, was wir ja auch öfter mal sagen, wenn man jetzt eine Art Langzeitfutter und gleichzeitig Versteck haben will, Laub, kommt in jedem normalen Habitat vor. Besonders natürlich jetzt gerade im Herbst und Winter haben wir hier natürlich viel mehr Laub, als die das jetzt hier haben werden. Das wird, denke ich mal, so subtropisch irgendwie sein. Da hat man dann schon einiges Laub auch mehr oder weniger rund um das ganze Jahr über immer mal in kleinen Teilen. Wow. Okay. Hopefully this doesn't kill my phone. All right, guys, finally got these in some clean water. Looks like we got two different species of shrimp here, maybe more. But physically outside speaking, we've got the ones with the big claws, these guys here, and that's another one there, and then we've got the cherry shrimp, Neocaridina, I think that's how you say it. It's got one right there, these guys here, they don't have the claws, but it's got that really, really fusiform shape, but you can definitely tell. We've got that big crab, but let's go down there and see if I can get some good shots. Ja, also hier sieht man schon, dass die tatsächlich auch unter diese Krabbe drunter gehen, um sie zu verstecken. Also die suchen hier irgendwie einen Ausweg, während die Neos ganz gemütlich am Rand sitzen hier. And then look at this one here, it's so cool. He's actually kind of blue.
So you can definitely see he's blue on the bottom and then brown on the top. But let's take a look at these other shrimps here, see what we can do with the footage. Come on, focus. Look at that. I really can't see anything when I'm doing this. So I apologize if it's not as clear as you'd like. This guy kind of looks like a mono. I don't think they're native to here. Look at that. Oh, these guys are eating. Ja, hier sieht man jetzt nochmal, die sind alle natürlich in irgendwelchen Grau-Matschtönen und sehen trotzdem unterschiedlich aus. Ne? Ja, schön den langen Arm nehmen. So, ich glaube, wir sind näher uns zum Ende. Ah, ne, hier zeigt er gleich nochmal ein bisschen was. We're gonna put them right in there. It's got a nice little habitat. Ja. And the stream comes down from here. Ja, also wenn man sich jetzt natürlich hier die Vegetation anguckt, ja, wo war's? Also das hier ist definitiv nicht, ja, so für uns jetzt gemäß zur Breite, sondern dann sind wir schon eher subtropisch-tropisch und haben jetzt auch hier diesen Bach, der dann quasi im Wald verschwindet. Super spannend. Also da würde ich natürlich auch gerne rumlaufen und alle möglichen Viecher rausfangen. Er setzt jetzt hier die Tiere zurück und dann ist das Video auch schon zu Ende. Genau, er zeigt jetzt noch, wie die aussetzt. Na, ganz am Ende ist noch irgendwas. Dann gucken wir es einfach nochmal weiter. The stream comes down from here, and it goes down here, towards the bottom where we caught him. So we're gonna put him a little bit upstream, and that way, if they ever manage to get downstream, they'll go back to where they were, because they, if we release them where they were, it's just gonna go all the way downstream where there's a big cement area, and they won't be very safe. So, got my bucket. Try to get down there. Let's see. Ooh, this place is actually just a bunch of vegetation. There's no actual footholds, and we're just gonna dump them in. All right. One last look at all these shrimps. Thank you guys all so much for watching. If you liked it, remember to subscribe. I'll see you guys next time. All right, guys. Have a good life. Got a little bit more stragglers. Let me get some water in the... It's immer so. Wenn man Neos loswendet, einer bleibt immer drin. God, this was so fun. I love this place. Alright guys, so this is actually a bonus video of my next project, so don't forget to subscribe to see it. In a couple days, it's a tour inside a Taiwanese fish store. Everything here is super cheap. For one shrimp, you can get it for about 66 cents in American dollars. For 15 shrimp, it only costs about, divide 200 by 30, and that's $6.66. So I'm so jealous of the people who actually get to live here and buy these things, and I'm so grateful to have had the opportunity today to actually see the shrimp in their home country, in their natural habitat, to even touch them, to catch them. So I will see you guys next time in a couple days when I give you guys a full fish room tour. Thank you guys so much for watching. Na dann, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch sehen wollt. Vielleicht fandet ihr es ja ganz spannend. Ich finde es jedenfalls super zu sehen, wo kommen unsere Tierchen genau her. Man sieht offensichtlich einen Übergang von den Habitaten, also die Neos wirklich in den kleineren, stärker strukturierten Habitaten, wenn diese Langarmgarnelen dann eher im tieferen, offeneren Bereich zu finden sind. Ja, ganz spannend, das hatte ich jetzt gar nicht so erwartet, mit diesen Langarmgarnelen, die da auch noch zu treffen. Aber ja, im Prinzip könnt ihr jetzt, wenn ihr draußen mal spazieren geht, nach so kleinen Bächlein Ausschau halten und dann seht ihr schon die Strukturen. Da kriegt man, denke ich, recht schnell ein Gefühl für. Vielleicht sage ich das nur, weil ich irgendwie vom Angeln und draußen rumrennen immer so direkt das Bedürfnis habe, mir zu überlegen, wo jetzt welches Tier leben könnte. Das passt eigentlich ganz gut. Also das kriegt man relativ schnell raus, zu welchen Stein muss ich jetzt umdrehen, wo ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass irgendwas drunter liegt. Und ja, das hat er jetzt, oder das haben die jetzt hier gezeigt, wo unsere Neos offensichtlich herkommen. Wenn ihr da jetzt weiter gucken wollt oder wenn ich mal irgendwo nachschauen soll, ob es noch irgendwelche anderen Habitatvorstellungen gibt oder ihr da irgendwelche tollen Sachen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal und ciao.